Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir zusammen sauber machen, also es wird ein Clean-Up-Video werden und wir werden zusammen für Weihnachten dekorieren. Das heißt, ich habe eben schon die ganzen Kisten, deswegen ist mir auch schon so warm, für Weihnachten runtergeholt und das sind ja mehr als zwei gewesen. Von daher ist das schon ganz schön anstrengend gewesen, weil der Dachboden, also die Treppe ist da ja so schmal und dann das da runterkriegen, dann fällt erstmal die halbe Kiste auf mich rauf, aber egal. So, ich bin auf jeden Fall gleich richtig froh, wenn ich die ganze Herbstdeko weg habe, weil ich weiß nicht, irgendwie kann ich sie nicht mehr sehen. Ich habe mich hier auch so ein bisschen in meine legeren Sachen geschmissen, damit ich hier so ein bisschen rumräumen und auch dreckig werden kann. Mein Sohn sagt immer dazu, das ist ein Küchenhandtuch, was du da anhast, Mama. Ich finde, das ist eher was Gemütliches und sieht so ein bisschen Cowboy-Style-mäßig aus, aber da hat ja jeder einen anderen Geschmack. So, ich zeige euch jetzt mal die Kisten und dann starten wir erstmal, dass wir hier so ein bisschen Glanz in die Bude bekommen und ein bisschen sauber machen. Ich habe schon ein paar Sachen rausgesucht, weil das sieht hier aus wie bei Hempels unterm Sofa. So, das sind schon mal die ganzen Kisten, die ich runtergeholt habe. Mal gucken, was ich davon jetzt brauche. Ich werde das gleich, wenn ich hier sauber gemacht habe, erstmal so ein bisschen, ich würde sagen, ich werde das auf dem ganzen Sofa verteilen, damit man mal so sehen kann, was das so ist, was man so braucht, wo das hingehört oder wo ich das eventuell hin dekorieren möchte. Aber erstmal werden die ganzen Herbstsachen, die hier überall verteilt stehen, wegkommen und ja. Genau, aber erstmal machen wir sauber, weil, wie gesagt, das sieht hier wirklich schlimm aus. Puh, das war doch ein bisschen warm in dem Western-Oberteil, gerade wenn ich jetzt hier die Lampen anhabe. Habe ich mir mal ein bisschen frischer angezogen, wollte ich gerade sagen. Bisschen luftiger. Ja, genau. Jetzt würde ich sagen, räume ich die Herbstsachen, die ich hier erstmal zusammengesucht habe, in meine Kiste rein. Saug nochmal schnell durch und dann verteile ich, wie gesagt, die ganzen Weihnachtssachen hier auf dem Sofa, damit man gucken kann, was man jetzt möchte und was nicht. So, das ist jetzt meine gesamte Herbstdeko. Ich finde, das ist gar nicht so viel. Also nächstes Jahr werde ich mir bestimmt noch irgendwie das ein oder andere Herbstdeko-Teil anschaffen. Ja, ich würde aber sagen, ich behalte dieses Holzbrett hier. Da kann man noch was richtig Schönes dekorieren für Weihnachten. Die Nüsse bleiben auf jeden Fall auch hier. Die sind allerdings nur zur Deko. Und hier werde ich wahrscheinlich Weihnachtskugeln reinmachen. Das hatte ich das letzte Jahr auch. Das fand ich voll schön. Aber jetzt räumen wir erstmal alles in die blaue Kiste rein. So, Wohnzimmer ist sauber, check. Das ist schon mal das Erste. Die Herbstsachen habe ich in die Biotonne, wollte ich gerade sagen. Die Herbstsachen habe ich in die Herbsttonne bzw. Box gebracht. Naja, die werde ich dann nachher hochbringen, aber erstmal eins nach dem anderen. Jetzt werde ich die Boxen hier, die Weihnachtsboxen hier alle auf dem Sofa drapieren, sodass wir gucken können, was wir da alles zum Dekorieren haben. Und ja, ich muss die auch dieses Jahr mal ein bisschen besser sortieren und beschriften, damit ich auch genau weiß, ah, da ist nur Deko drin, da ist nur dies drin, da ist nur Beleuchtung drin, weil momentan habe ich da irgendwie alles, ja. Egal, ihr seht gleich selber. Hier seht ihr, was ich meine. Hier habe ich irgendwelche Teller drin. Hier habe ich irgendwelche Beleuchtungen drin. Hier habe ich irgendwelche Holzdeko drin. Dann hatte ich hier noch so einen Teller, noch Wandaufkleber. Es ist ein Wirrwarr. Den finde ich ja auch total cool. Den habe ich letztes Jahr bei Action gekauft. Ja, genau. Hier habe ich auch schon mal ein bisschen was ausgebreitet. Das kommt ans Fenster. Jetzt überlege ich aber die ganze Zeit, ob ich vielleicht sogar auf meinen Sohn noch warte, weil hier unter anderem auch noch Kuscheltiere drin sind und wir gucken immer, wer was haben möchte und wer was wohin dekorieren möchte und was in sein Zimmer kommt und was ins Wohnzimmer und so weiter und so fort. Ich glaube, ich warte noch, bis er kommt, damit wir das ein bisschen gerechter aufteilen können. Die süßeste Weihnachtsdeko habe ich gerade gefunden und das ist die kleine Chili. Baby, guck mal. Das bewegt sich. Das bewegt sich, mein Schatz. Ja, die Katzen sind natürlich wie immer mit dabei. Die finden das immer total interessant, wenn solche Kartons kommen, solche Boxen kommen. Chili mag mal wieder nicht gefilmt werden, wie immer. Süße, zeig dich doch mal, du bist so hübsch.
Und ja, jetzt kann man das gut sehen, weil sie zur Seite guckt. Hier war ja alles blutig. Das ist, ja, kann man nicht zeigen. Aber es ist auf jeden Fall richtig gut abgeheilt. Also mit dem Allergiefuttermittel fahren wir richtig gut. Ne, mein Schatz? Ne, mein Schatzi? Ja, ich warte jetzt, wie gesagt, noch auf meinen Sohn. Wenn das zu spät wird, werde ich hier einfach so ein bisschen weitermachen. Dann werde ich die Sachen hier alle aufs Sofa ausbreiten. Und dann gucken wir morgen in Ruhe, wer wo was hindekoriert haben will. Und dann filme ich einfach morgen weiter. Dann geht das Clean and Decorate eben über 2 Tage. So, ich habe mir jetzt mit meinem Sohn das aufgeteilt. Er hat es mit in sein Zimmer genommen, was er haben wollte. Und wie man sieht, ist es um einiges weniger geworden. Nicht nur, weil mein Sohn das mitgenommen hat, sondern weil ich auch richtig viel aussortiert hatte. Weil ich dieses Jahr, ehrlich gesagt, irgendwie nur wenig Deko haben möchte. Sortiere ich das gleich erstmal, was kommt ins Wohnzimmer, was kommt ins Schlafzimmer, was kommt in Flur, Bad, Küche und so weiter. Aber ich glaube, da habe ich schon eine Vorstellung. Und die, das sind so tropfenförmige, nicht tropfenförmig, wie heißt das? So eiszapfenmäßig, die hänge ich draußen wieder auf. So, langsam aber sicher komme ich immer mehr in Weihnachtsstimmung. Ein Glück hatte ich zuvor nämlich noch gar nicht, weil ich da den ganzen Herbstkram weggeräumt habe und irgendwie kann ich dann nicht so schnell auf Weihnachten umstimmen. Aber desto mehr ich jetzt dekoriere, desto gemütlicher es hier wird, desto weihnachtlicher es hier wird, bin ich jetzt doch froh, in Weihnachtsstimmung zu sein. Ich werde euch das gleich erstmal alles abfilmen, was ich hier drin schon gemacht habe, was ich im Wohnzimmer dekoriert habe und so weiter und so fort. Dann werde ich natürlich noch draußen, später auf dem Balkon, da mache ich noch die Lichterkette ran. Die werde ich euch dann, denke ich mal, abfilmen, wenn es dunkel ist, weil es schöner aussieht, wenn die Lichter im Dunkeln an sind. Kommt das, glaube ich, besser rüber. Ja, und dann werde ich euch hier noch abfilmen, was ich hier so umgeändert habe und was nicht. Mein Adventskranz werde ich euch noch zeigen. Und ich würde sagen, ich fange jetzt erstmal an zu filmen. Auf dem Balkon, die Beleuchtung ist jetzt auch dran. Da habe ich immer diese Hängeleuchten, die finde ich immer schön. Pilo, Stinker. Hermilo findet das auch ganz interessant. Schade, das kann ich nicht so richtig filmen. Das sieht irgendwie jetzt nicht so aus, wie es wirklich aussieht. Ich finde, das sieht immer voll schön aus mit diesen Lichtchen. Ich zeige euch jetzt erstmal, was ich soweit im Wohnzimmer dekoriert habe und danach zeige ich euch auf jeden Fall die Küche. Wir gehen jetzt zusammen in die Küche, die werde ich euch dann abfilmen. Wundert euch nicht, ich weiß nicht, was das ist, aber ich glaube, das liegt an der Strahlung dieser Lämpchen, weil das ist so ein warmweiß, so ein LED-warmweiß, das ein bisschen Gold strahlt. Dadurch sehen die Gardinen und die Fenster irgendwie voll gelblich aus, als ob ich hier 10 Jahre in der Wohnung geraucht hätte oder in der Küche geraucht hätte. Also es ist definitiv nicht der Fall, sonst zeige ich euch das vielleicht einmal im Hellen und einmal im Dunkeln, ich weiß nicht, weil sonst könnte man echt denken, es ist hier alles vergilbt. Es ist ein bisschen schade, weil das sieht so schön und gemütlich aus, aber wie gesagt, durch diesen Goldstich wirken die Gardinen gelblich und auch die Fensterrahmen, also ein bisschen komisch, aber ich zeige euch das jetzt mal. Mein Adventskranz habe ich dieses Jahr tatsächlich selber gemacht. Ich wollte irgendwie dieses Jahr keinen Tannengrün und nicht so einen selbstgekauften. Und ich hatte ja sonst auch immer weiße Kerzen drauf, aber ich fand irgendwie, ich weiß nicht, also es sind ja meine Farben so weiß, rosé und ich finde das halt schöner, wenn das nicht so farbig ist. Ändert sich wahrscheinlich auch, das ändert sich sowieso immer jedes Jahr. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie euer Adventskranz aussieht. Ob der rot ist, ob der blau ist, ob der auch weiß gehalten ist, ob ihr Tannengrün habt oder ob ihr das selber macht oder ob ihr einfach so einen Adventskranz kauft. Kann man ja auch so einen runden Adventskranz mit Kerzen kaufen. Ja, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Es gibt ja auch immer so Weihnachten, dass man so eine gewissen Farben hat,
die man dann gerne widerspiegelt im Adventskranz, im Weihnachtsbaum und generell. Ich habe irgendwie dieses Jahr wieder Weiß und Rosé. Das ist so, ja, meine absolute Lieblingsfarbe. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt erstmal den Adventskranz und dann geht's weiter. So, ich hoffe, euch hat mein Weihnachts-Deko-Vlog gefallen. Ich konnte euch ein bisschen inspirieren, ein bisschen mehr in Weihnachtsstimmung bringen. Übrigens trinke ich hier gerade einen richtig, richtig leckeren Tee. Ich genieße den momentan jeden Abend. Das ist der hier von Mesmer. Das ist jetzt irgendwie keine bezahlte Werbung oder Kooperation. Aber der ist so, so gut von Mesmer. Gebrannte Mandeln. Der schmeckt richtig lecker. Also der schmeckt wirklich wie gebrannte Mandeln. Ich mache mir natürlich immer noch so ein bisschen Candice da rein. Der schmeckt wirklich original wie gebrannte Mandeln. Richtig gut, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ja, wie gesagt, das war jetzt der Christmas-Deko-Vlog. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wann ihr immer für Weihnachten dekoriert. Ob ihr das wirklich direkt nach Toten Sonntag macht oder erst am 1. Advent oder erst am 1. Dezember. Sowas gibt es ja auch. Und ja, habt ihr dieses Jahr einen Weihnachtsbaum, also sprich einen echten oder einen unechten? Ich bin mir da noch nicht so sicher. Der unechte steht oben, aber da hatten wir letztes Jahr das Problem mit Milo. Da hatten wir ja so weißen Schnee drauf gemacht und er leckt ja immer überall dran. Und von daher habe ich überlegt, ob ich den vielleicht in die Dusche stelle und einfach abspüle. Aber schöner ist ja doch immer, wie ich finde, so ein Tannenbaum, so ein echter Tannenbaum, wenn er dann auch schön groß ist und gerade auch, wenn man ein Kind hat, finde ich das dann irgendwie immer schöner. Genau. Schreibt mir das mal in die Kommentare, ob ihr dieses Jahr einen echten oder unechten Baum habt. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Genießt die Zeit, genießt die Ruhe. Probiert ein bisschen runterzukommen. Das probiere ich auch immer selber. Klappt meistens nicht, aber wenn man so einen schönen warmen Tee hat, eine Kerze anhat, das ist schon mal allein für die Seele beruhigend, finde ich. Wenn es jetzt noch schneien wäre, das würde der absolute Hammer sein. Also darauf freue ich mich. Also würde ich mich richtig freuen, weil Schnee, finde ich, ist auch immer noch so eine sanfte Beruhigung für die Seele. Und ich finde, das sieht so schön aus, wenn man rausguckt oder wenn man da entlang läuft und es knirscht dann so. Oh, ich liebe es einfach. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Abonniert den Kanal. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche und ich hoffe, wir sehen uns am Sonntag wieder. Würde mich mega freuen. Bis dann. Tschüss.